So, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Wir haben heute eigentlich gedacht, dass wir heute unsere erste Kombination Sneak Preview und Cyberforum Roundtable mal eben auch physisch im Cyberforum machen können. Da sind wir aber jetzt alle natürlich schon Homeoffice gewohnt und wissen, wie wir gemütlich vom Sessel aus zu Hause das alles produzieren und konsumieren können. Insofern hoffe ich erstmal in die Runde, dass es jedem von euch, von Ihnen gut geht, dass wir heute Abend spannende Vorträge genießen können. Und vielleicht, bevor wir in die Vorträge starten, wir haben da derer heute zweimal wieder, wie eigentlich üblich beim VKSI Preview, haben wir zwei oder drei Vorträge meistens, vom Professor Dr. Schmidt von der Hochschule Karlsruhe zum Thema Effective Computing, der uns was erzählen wird, wie wir im Prinzip Emotionen computerseitig nutzen können. Es ist heute ein sehr heißes Thema, gerade in dem Bereich natürlich Gesundheit auf der einen Seite, aber auch im Bereich, wie kann ich denn Menschen manipulieren, ist der negative Teil. Wie kann ich denn Emotionen besser einsetzen, besser nutzen? Zum Positiven will ich mal hoffen. Das ist der erste Teil oder der erste Vortrag, den wir haben. Und der zweite Vortrag, da wird dann der Simon Krauser vom FZI ein bisschen was dazu erzählen, wie wir im Prinzip aus Videobildern, aus Videosequenzen, was über Vitalparameter lernen können. Also das heißt, ganz ohne Herzmessgerät im Prinzip sowas wissen, wie könnte man dann auf sowas wie eine Herzfrequenz kommen? Also auch ein spannender Bereich, der sich, was die VKSI Sneak Previews angeht, ein bisschen in diese Reihe einfügt. Wie interagiere ich mit Maschinen? Was gibt es denn für KI-Ansätze? Wie ist das mit der Ethik? Und heute kommen wir ein bisschen in den emotionalen und medizinischen Bereich mit rein. Und ich glaube, da werden wir nachher viel lernen können. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zum VKSI. Jeder, der sich hierher verirrt hat, weiß vielleicht schon, was der VKSI ist. Im Prinzip ist der VKSI ein Netzwerk Karlsruher Softwareingenieure und Firmen. Und unser Ziel ist es im Prinzip, das Berufsbild Softwareingenieur nach außen zu vermitteln und auch ein bisschen den Standort nach Karlsruhe ein bisschen bekannter zu machen. Das tun wir typischerweise in Form von solchen Sneak Previews. Auf der linken Seite sieht man ein Bild vom letzten Sneak Preview, den wir in der Cyberforum Church hatten. Da war zum Beispiel das ZKM mit am Start, die was zum Thema, wie interagiere ich vielleicht in Zukunft mit Museen. Also in ZKM ist das Projekt As You May Speak. Wie könnten wir in Zukunft mit Kunstvermittlung und sprechenden Rechnern umgehen? Und das ist ein Teil, an dem wir uns einklinken. Wir sind auch normalerweise als Mitorganisator bei den Entwicklertagen Karlsruhe mit dabei, die dieses Jahr leider nicht stattfinden können. Und einer unserer Schwerpunkte ist auch, dass wir sagen, wir kümmern uns da an der Stelle auch um Nachwuchs. Zum einen Nachwuchs, der vielleicht schon durch die Hochschule in weiten Teilen durch ist, also Bachelorabschlüsse oder Masterabschlüsse hat, auf der einen Seite, aber vielleicht noch ein bisschen tiefer. Der VKSI organisiert das BOGI mit, zusammen mit dem KIT, mit der Hochschule. Das heißt, wir versuchen da, den Nachwuchs schon früh auch für Technik zu begeistern, sind auch immer dabei, wenn es darum geht, die MINT-Initiativen und die Technik-Initiativen zu unterstützen. Ja, ich glaube, das reicht auch mal zu dem Bereich FZI sage ich jetzt schon, weil hier das Logo drauf ist auf den Folien, zum Thema VKSI. Und jetzt würde ich wieder mein Mikrofon muten und ganz gerne an den Professor Schmidt übergeben, der uns jetzt beim ersten Vortrag was zum Thema Effective Computing sagen wird. Rainer, wenn ich ganz kurz noch was sagen darf. Ja. Alexander Wachtel, ich bin auch beim VKSI. Das Cyberforum kam ein bisschen zu kurz. Wir machen diese Veranstaltung zusammen in der Kooperation mit dem Cyberforum. Wenn es jemand noch nicht kennt, das ist ein IT-Netzwerk in Karlsruhe und bietet verschiedensten Zielgruppen, Gründern, KMUs, Investoren Angebote, wie beispielsweise Startup-Support im Cyberlab, Fachkräftevermittlung, Wissensvermittlung und so weiter. Das ist ein Netzwerk hier aus Karlsruhe und also für Karlsruhe, aus Karlsruhe. Das ist eine Kooperation, dieses Event, und das wollte ich nochmal ganz kurz, nochmal ein bisschen ausführlicher erwähnen. So. Danke, dass du das gemacht hast. Ich hatte hier die Kerstin schon vom Cyberforum im Verdacht, dass sie das vielleicht noch machen würde. Das hatten wir gut. abgesprochen im Vorfeld, dass wir das machen. Ach, Deswegen verdammt. ist Okay, ich auch habe es nicht mit gewusst. Nee, dabei. prima.
Aber ich glaube, sie wäre sehr überrascht, wenn ich jetzt hingehen würde und sie zum Sprecher machen würde mit allen vielleicht Hintergrundgeräuschen, die du jetzt bei dir schon vorher gecheckt hast. Gut. Alex, übergibst du dann die Ist geschehen. Präsentation an? Genau. Siehst du schon? Ich sehe schon, es gibt die erste Prima. Aussage im Chat. Guten Abend von Aydin. Guten Abend von uns auch zurück. Wir sehen auch, wenn Fragen im Chat sein sollten, sehen wir diese und beantworten diese auch gerne im Laufe des Vortrags. Deswegen, wenn es mal Fragen gibt, gerne dazu im Chat. Okay, also nur eines, ich sehe die Fragen, glaube ich, nicht, oder? Doch. Aber da kümmere ich mich drum. Okay, weil momentan sehe ich sie noch nicht. Ansonsten würde ich nämlich gerne dazu auffordern, Fragen währenddessen zu stellen, gehe ich gerne drauf ein. Nur bei mir ist er momentan noch leer, deswegen war das der Hinweis. Okay, also dann mal herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Thema Effective Computing. Ein Thema, was nicht unbedingt so ein klassisch im Stereotyp, was ein Informatiker und Softwareingenieur so tut. Da kann ich auch gleich die Anekdote dazu erzählen. Ich habe mal einen Vortrag für eine Kollegin, damals war ich noch am FZI, insoweit gibt es auch noch die Bezüge. Habe ich einen Vortrag über so ja, emotionale und soziale Beziehungen und wie man da auch in der Interaktion mit IT-Systemen das berücksichtigen könnte. Und die erste Frage, die ich bekommen habe von einem, mit dem ich eigentlich recht gut befreundet bin, also auch, also insoweit war es nicht böse gemeint, aber die Frage war dann so mehr oder minder, will man das denn? Und das hat so ein bisschen auch illustriert, so das gespaltene Verhältnis, insbesondere im professionellen Umfeld. Emotionen ist ein sensibles Thema, man will es nicht immer und trotzdem hat es jeder. Und spielt in so viele Alltagssituationen rein, sodass es sich wirklich lohnt. Und man sieht auch in den Trends in den letzten Jahren, dass das Interesse da gewachsen ist. Und was ich tun will, ist ein paar Schlaglichter. Das Thema ist groß, da könnte man viel drüber reden. Ein paar Schlaglichter geben. Vorneweg mal, was ist Effective Computing? Definition schon 95, sowas der Klassiker. Das zeigt auch ein bisschen, wann so die erste Welle zu Ende war, wo konsolidiert wurde. Also alles, was damit zu tun hat, dass man versucht, Emotionen zu erkennen, zu verstehen, zu verarbeiten oder sie sogar zu simulieren. Und eine der Hauptmotivationen in der Anfangszeit war tatsächlich, dass man versucht hat, solche Tutorsysteme mit Empathie auszustatten, dass man also Studenten gegenüber entsprechend nicht nur richtig oder falsch, sondern auch auf ihre emotionalen Belange ein bisschen eingehen wollte, insbesondere dann Richtung dann auch Schüler, Jüngere, hat man so festgestellt. Und das war die Hauptmotivation. Man wird merken, dass das jetzt nicht unbedingt mehr das Hauptanwendungsgebiet tatsächlich ist, aber es ist interessant immer, aus welcher Ecke eigentlich ursprünglich der Impuls kam. Und zunächst mal, was die erste Frage ist, Emotionen, also zu dem Thema. Naja, jeder hat sie irgendwie, jeder denkt, naja, eigentlich Emotionen ist ja klar. Sobald man sich aber dann die Frage stellt und hinsetzen will und sagen will, okay, jetzt machen wir mal ein schönes Objektmodell, jetzt bilden wir mal eine Ontologie zum Thema Emotionen, beschreiben wir das Ganze mal, dann fängt es an, schwierig zu werden. Das ist auch eines der Probleme in dem Themenfeld drin. Dass es eben nicht so einfach zugänglich ist, weil es nicht so richtig eine universelle Sprache dafür auch gibt, weil es keine klaren Definitionen überhaupt nicht gibt, und dementsprechend sehr, sehr unterschiedliche Ansätze dazu gibt. Und da gibt es ein paar, die haben sich so herauskristallisiert. Ich könnte ja noch beliebig viele dazu packen, deswegen jetzt wirklich nur zwei kurze Schlaglichter da rein. Eins der bekannteren, weil sehr informatikfreundlichen Modelle ist dieses Circumplex Model oder Valence and Arousal Model von Russell. Da gibt es unterschiedliche Labels dafür. Das ist sehr weit verbreitet, weil es relativ einfach gestaltet ist, nämlich im Wesentlichen zwei Dimensionen. Das eine ist eben diese Valenz. Ist das eher ein positiv oder negativ? Das ist hier so auf der linken Seite. Und das zweite ist so ein bisschen, wie stark ist der Reiz? Wie ist der Erregungszustand? Da gibt es auch teilweise Varianten davon.
die Semantik ein bisschen von der zweiten Dimension ändern, sodass wir dann bei so einem zweidimensionalen Raum letztlich irgendwie rauskommen, wo man dann platzieren kann die unterschiedlichen Emotionen. Und das ist insoweit nett, weil dann letztendlich sind Emotionen zweidimensionale Koordinaten. Das ist für die Berechnung sehr, sehr praktisch. Manchmal macht man noch eine dritte Dimension dazu. Das ist nicht immer so. Vielfältig macht man tatsächlich nur die zwei. Aber manchmal ist es, gerade wenn es auch in Richtung Stressthematik zum Beispiel geht, ist es auch der Grad der Kontrolle, die man über einen Stimulus von außen hat. Weil je fremdgesteuerter etwas ist, desto schlimmer sind meistens die Auswirkungen, zumindest wie die wahrgenommene Fremdsteuerung an der Stelle aussieht. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Modell und dann kann man mal anfangen und kann mal das, was wir so als normale Menschen in Anführungszeichen als Gefühle denn so kennen, irgendwie froh sein, erregt sein, gelangweilt sein, hier unten deprimiert sein, traurig sein, das kann man mal versuchen zu platzieren. Und da gab es ein paar Experimente, die dann so ein bisschen versucht haben, aus diesem Continuum da Labels irgendwie herauszukriegen, wo Leute das platzieren würden. Und eins der Probleme, was dabei aufgetreten ist, naja, so ganz zuverlässig ist es nicht. Also da kamen durchaus sehr unterschiedliche Ergebnisse bei raus. Also so Labels hier platzieren, es scheint sehr stark auch kulturell noch beeinflusst zu sein. Es hängt sehr stark von der Zielgruppe entsprechend ab. Und insoweit geht es hier, ist es zwar ein einfaches Modell, aber so richtig zuverlässig, um da präzise Aussagen und vor allen Dingen Aussagen, die eine Relevanz haben für einen normalen Menschen und seinen Sprachgebrauch, das klappt eben eher weniger. Und da gibt es halt noch andere Modelle, die eher versuchen, von der sprachlichen Seite auch ein bisschen mehr ranzugehen, weniger technisch. Das ist zum Beispiel das, was man gern benutzt, weil es eine hübsche Visualisierung hat. Da ordnet man so Grundemotionen in so einem Kreis an und hat dann Abstufungen entsprechend und kann dann sogar noch auf den Kanten bestimmte Gefühle platzieren und hat dadurch natürlich eine viel genauere Aussage, was angeht Sprachgebrauch und Bezug auch zu sprachlichen Äußerungen. Umgekehrt ist natürlich damit wiederum verarbeitungstechnisch umzugehen wieder ein bisschen schwieriger. Also deswegen, das ist nicht immer so einfach. Und an der Stelle gibt es da noch zig andere Modelle. Manche basieren dann, statt solche Symbole zu benutzen, die wir eher kulturell auch aufprägen, dass man versucht, das zu verorten auch mit Hormonstatus. Das heißt, wie bestimmte Dinge, Adrenalin und andere, wie diese Hormonmix, wie dieser Hormonmix tatsächlich Emotionen hervorruft. Das hat den Charme, dass es einen biologischen Bezug hat, ist aber oft sehr schwer zugänglich, weil wir eben keine direkten Rezeptoren dann dafür haben. Wir sind uns darüber gar nicht bewusst, sodass dieser Umgang mit Emotionen nicht einfach so straightforward, man weiß, was es ist und man geht damit dann um, sondern oft damit verbunden ist, dass man sich überlegen muss, welches Modell sich jetzt an der Stelle eignet und was für welchen Zweck auch geeignet ist, sodass man real, das werden wir nachher bei den Beispielen dann eben gesehen, dass man real häufig auf vereinfachte Modelle entsprechend eingehen muss und zurückgreifen muss. Und das wird man bei den APIs vor allen Dingen sehen. Das sind oft sehr, sehr simple Einteilungen im Spiel. Was so Fragen waren, die man sich immer wieder gestellt hat, ist, ja, sind Emotionen überhaupt universell oder ist es nicht ein kulturelles Konstrukt an sich? Die Ergebnisse, wo so Studien darauf hinweisen, ist, dass tatsächlich Emotionen nicht kulturell abhängig sind, sondern universell. Das allerdings, und das macht die Sache schwierig, das macht auch viele der Techniken, die wir nachher noch sehen werden, schwierig, ist dieses Thema, wie stark wird es betont, ist also eine Emotion, wird die sehr stark in den Vordergrund gerückt oder wird die eher, naja, da redet man nicht drüber. Auch die Tatsache, dass man Emotionen zugibt, hängt auch stark vom Kontext ab. Man mag sich nur mal die Frage stellen, wie es so aussieht mit, wie gern gebe ich bestimmte Emotionen im Privatumfeld zu
und wie gerne gebe ich bestimmte Emotionen in einem anderen Kontext zu, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz. Da werden wahrscheinlich ein paar der Emotionen ganz klar rausfallen. Und da merkt man schon so einen Einfluss. Und jetzt stellt man sich das mal vor, ganz unterschiedliche Kulturen, wo auch bestimmte Dinge akzeptiert und nicht akzeptiert sind. Es unterscheidet sich sehr, sehr, sehr stark. Wir alle haben, glaube ich, Beispiele im Kopf, wo auch die Art, es auszudrücken, sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir kennen so die Stereotypen Skandinavier versus Südeuropäer. Das ist sicherlich eins von den Dingen, die vieles, was den Umgang mit Emotionen anbelangt, auch komplex macht, weil ich eben nicht so einfach verallgemeinern kann, sondern immer den Kontext mit berücksichtigen muss. Deswegen funktioniert manches auch nur in einer Sprache. Und manche der Techniken funktionieren gut, wenn ich in einem stabilen Umfeld bin, aber sobald ich das verlasse, wird die Erkennungsrate dann drastisch verschlechtert. So, und da sind wir genau an dem Punkt. Die erste Frage ist dann so ein bisschen, wie erkenne ich überhaupt Emotionen als Rechnersystem? Wir Menschen haben ja so gewisse Sensoren, wir erkennen bis zu einem gewissen Grade Emotionen bei anderen. Und dann kann man natürlich an der gleichen Stelle ansetzen und kann dann sagen, naja, wenn das ein Kanal offensichtlich ist, der diese Information transportiert, dann kann man an der Stelle ja mal gucken, ob das auch für einen Rechner zugänglich ist. Und genau das macht man. Also das war auch so ein Projekt, was auch im SZI stattgefunden hat. Eine Kollegin von mir hat da mal versucht, das Ganze ganz simpel anzugehen und zu sagen, naja, man könnte es ja auch selber einfach ausdrücken. Und zum Beispiel so ein Self-Reporting zu machen hier mit dem Russell-Modell, visualisiert mit diesem Farbverlauf, dass man hier einfach mal sagt, okay, und wie fühle ich mich denn? Und dann ordnet man sich dazu, ohne symbolische Zuordnung, ohne alles, nur einfach so ein bisschen Farbassoziation und dann zu sagen, ja, also ich bin jetzt eher gerade so in diesem Blau hier oder ich bin hier eher bei dem Rot oder wie auch immer. Und das hat natürlich auch eine gewisse Übereinstimmung mit gewissen Emotionen, auch wenn die präzise Position jetzt nicht so die Bedeutung hat. Und dann war der Anwendungsfall, naja, das ist doch eigentlich auch ganz toll, um so mal solche Online-Meetings beispielsweise, wo wir jetzt ja alle auch sehr intensiv drin sind und zu sagen, naja, wie fühlen sich denn die Leute, insbesondere wenn die länger sind, wie fühlen die sich denn und was für eine Auswirkung haben denn bestimmte Teile in einem Meeting, sodass man dann auch die ein bisschen besser macht an der Stelle. Und das, die einfachen Sachen sind dann noch, dass man sich irgendwie gelangweilt fühlt oder was auch immer. Aber ja, also ich glaube, alle kennen auch irgendwie so dieses, bei mir steigt jetzt gerade die Wut hoch irgendwie oder man fühlt sich von irgendetwas eingeschüchtert, was nie unbedingt intendiert war, aber was dann einfach das Resultat war von bestimmten Äußerungen oder von einem bestimmten Format. Und das kann man darüber natürlich zugänglich machen und mal als Team auch reflektieren und sich das mal angucken. Wir haben dann auch mal im physischen Raum mal so ein Experiment gemacht, da wo dann mit so Self-Reporting, da haben die Leute dann signalisiert, wann sie gerne Pause hätten. Also man hat es natürlich auch benutzt als ein bestimmtes Instrument. Eine zweite Form von explizit machen kennen wir auch alle. Da sind wir auch sehr gewohnt inzwischen dazu. Das ist nämlich in textuellen Äußerungen mit Emoticons entsprechend darzulegen, wie das jetzt gemeint war, um zu kompensieren, dass wir eben bei Text einen begrenzten Kanal einfach haben. Und das sind natürlich auch Äußerungen, die man nutzen kann. Und natürlich auch die Symbole sind viel leichter im Rechner beizubringen und zu interpretieren, als es wäre, wenn ich jetzt komplexere Dinge mache. Also das heißt, nicht immer muss es wahnsinnig komplizierte Technik sein. Manchmal können es auch simple Dinge sein, die schon helfen können. Gerade auf der linken Seite kann das natürlich auch im Bereich der Behandlung von Depressionen, bipolare Störungen oder sonst irgendetwas können das Inputmöglichkeiten sein, ohne dass ich notwendigerweise zu einer großen Technik dann an der Stelle greifen muss. Aber natürlich können wir auch Dinge aus Texten rauslesen. Wir lesen aus E-Mails irgendeine Tonlage raus. Nicht immer sind wir richtig dabei, aber oftmals haben wir doch ein ganz gutes Gespür dafür. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch am Rechner tun. Das ist auch eine der am weitesten verbreiteten Techniken, die heute angewandt wird. Das ist das, was meistens unter Sentiment Analysis läuft, wobei Sentiment Analysis oft sehr, sehr eingeschränkt gedacht wird, nämlich so in Richtung
Positiv, negativ, also nur Valenz. Das sieht man hier unten. So die ganzen APIs, Google, Microsoft, Amazon haben das im Programm, aber die machen nichts anderes als, ist es eine positive Äußerung, ist es eine neutrale Äußerung oder ist es eine Negativäußerung, vielleicht mit einem Kontinuum. Und versuchen dann zum Beispiel aus Tweets herauszufinden, ob die Äußerungen zu einer Firma oder zu einem Produkt eher positiv oder eher negativ an der Stelle sind. Eine lobende Ausnahme, was die Komplexität von der Analyse angeht, ist hier IBM Watson. Die haben da klar einiges am Start. Dort läuft es unter Tone Analyzer, bewusst als Kontrapunkt zu der einfachen Sentiment Analysis, wobei der Begriff an sich eigentlich gar nicht so unterschieden werden sollte, sondern das ist eher so ein bisschen sich dagegen zu positionieren. Wir machen was anderes. Die versuchen nämlich immerhin mit so einem Basisset von Emotionen, versuchen die hier, da gibt es zwei Arten, je nachdem, für welchen Anwendungsfall ich es haben will. Das eine ist eher für Customer Engagement, das andere ist eher allgemein. Und da kann ich dann für bestimmte Gefühle solche Wahrscheinlichkeiten in Anführungszeichen bekommen, ob das in dem Text vorliegt. Und dann kann ich das da, die Analyse da durchlaufen lassen und bekomme dann zum Beispiel die Information her, das ist eine wütende E-Mail von einem Kunden oder so irgendetwas. Und damit könnte ich natürlich ganz gut was anfangen. Und da gibt es sogar, die gehen noch einen Schritt weiter, wobei da unsere Experimente, die wir mal gemacht haben, nicht so wahnsinnig das Ganze bestätigt haben. Die machen sogar noch Richtung Personality Insights, also ich glaube mindestens 300 Wörter muss in Englisch sein. Dann kann ich aus Äußerungen von Personen solche Persönlichkeitsprofile sogar aufstellen. Also es ist mal interessant tatsächlich, dass sie das versuchen und dass sie das auch als Dienst bereitstellen, kann man auf jeden Fall gut mal mit rumspielen. Nichtsdestotrotz waren die Sachen, wir haben mal Forumsbeiträge mal rein getan und das, was rauskam, war nicht sehr zuverlässig auch. Das heißt, wir haben dann mal unterschiedliche 300-Wort-Sample oder das waren, glaube ich, sogar längere Sample genommen von der gleichen Person und es kamen jeweils unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Also das war nicht so wahnsinnig zuverlässig, aber nichtsdestotrotz, man sieht so ein bisschen, wo die Reise dann auch hingeht. Emotionen sind eins, Persönlichkeit und das, was dahinter steht, ist das Zweite, weil ich darüber eben versuche, so ein bisschen in den Kopf der Leute zu kommen und in ihre inneren Strukturen. Also das Interesse ist ganz klar da und da ist IBM Watson auf jeden Fall gegenüber den anderen Cloud-Anbietern deutlich einen Schritt vorwärts an der Stelle. Und das funktioniert teilweise in mehreren Sprachen, teilweise ist natürlich Englisch ganz klar die primäre Sprache, auf die ganzen Sachen abgestimmt sind. So, das ist Text. Aber wenn wir jetzt gerade so Thema E-Mail schicken versus wir reden, dann selbst wenn wir uns nicht gegenseitig sehen, dann hören wir doch deutlich mehr, als wir lesen können. Also das heißt, auch Sprachinformationen lesen wir als Menschen auch relativ viel ab. Da kann man natürlich unheimlich viel von Lautstärke-Variationen, Pausen, Sprechtempo, da gibt es zig Parameter, die man an der Stelle mit einbeziehen kann. Und das ist natürlich eine reichhaltigere Information als nur das, was textuell gesprochen wird. Da gibt es APIs, da gab es auch mal Firmen, die das dann angeboten haben, allgemein. Inzwischen ist sehr viel Dynamik scheinbar in diesem Markt. Die haben sich teilweise woanders hin entwickelt. Also allein scheint es kein Produkt zu sein, Sprachsignale zu klassifizieren. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Firmen, die da was anbieten dazu. Wo man dann im Prinzip Sprachsignale hinschickt dann eine Klassifikation zurückbekommt, beschränkt sich auch meistens auf so einen Basissatz von Emotionen. Und was auch ganz interessant ist, wenn man selber solche Dinge auch trainieren will, dann gibt es auch allgemein verfügbare, also zwei unter Creative Commons Lizenzen, eine nicht kommerziell, die andere einfach nur durch Attribution, mit denen man halt dann auch entsprechend sich ein neuronales Netz zum Beispiel auch trainieren kann, wenn man hier tiefer einsteigen will in die Thematik, weil eben Sprachproben zu sammeln ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dafür gibt es die eben hier an der Stelle schon und sogar schon gelabelt, was da eine ganz nette Ausgangsbasis ist, um damit weiterzuarbeiten. So,
So, dann bleibt natürlich, das ist so ein bisschen immer diese Frage, Kamera oder nicht Kamera, wenn man online ist, die Sache, wir lesen auch relativ viel aus Gesichtsausdrücken heraus. Und die Technik ist jetzt auch nicht neu, dann links ist so ein bisschen abgebildet, wie das vom Grundsatz aus funktioniert. Man zerlegt so das Gesicht in unterschiedliche Teile und dann hat man dafür dann auch symbolische Bezeichner. Und dann versucht man aus so Kombinationen von unterschiedlichen Teilen des Gesichtes und der jeweiligen Position oder dem jeweiligen Ausdruck, versucht man aus dem heraus dann entsprechend die Emotionen dann abzulesen. Da gibt es auch zum Beispiel Microsoft Face API, die haben diese vier hier als Basis. Es gibt auch Prototypen, hier sieht man so von Fraunhofer eine, die an Google Glass oder vergleichbare Brille das gemacht haben, wo dann auch Realtime tatsächlich funktioniert. Problem ein bisschen dabei ist, dass Gesichtsausdrücke kulturell doch sehr stark beeinflusst sind. Also dementsprechend funktionieren die im kulturell homogenen Umfeld durchaus, weil ich es dann entsprechend trainieren kann. In einem heterogenen Umfeld ist es schwierig, weil eben Gesichtsausdrücke nicht einfach so, also wenn ich jetzt jemanden beliebigen Gesichtsausdruck vorlegen würde, ohne den kulturellen Kontext zu kennen, heißt es nicht unbedingt, dass ich daraus irgendwas Vernünftiges lesen kann. Auch das kennen wir wahrscheinlich auch als Menschen, dass wir von manchen eben das nicht so richtig lesen können und uns manchmal das auch irritiert. Und genau das Gleiche passiert hier natürlich auch. Also deswegen ist ein Weg, funktioniert aber sicherlich nicht so gut, wie zum Beispiel tatsächlich die Erkennung von Personen anhand ihres Gesichtes, wo wir schon sehr, sehr zuverlässige Lösungen an der Stelle finden. So, jetzt kann man weitergehen und kann Richtung gucken, okay, Emotionen heißen ja auch immer körperliche Reaktionen und dann könnte man mal in die Richtung gucken, zum Beispiel Temperatur und da gibt es anscheinend so Muster an der Stelle, die ich ausnutzen kann, dass bestimmte emotionale Reaktionen auch zu bestimmten Temperaturverteilungen führen. Dann der Hautleitwert ist ein Klassiker, insbesondere in Richtung Stress. Dann auch Muskelkontraktionen, wie stark ich mich anspanne, auch sehr stark, also gerade die Thematik sehr stark von dem Thematik Stress, die eine emotionale Komponente hat, aber nicht unbedingt eine Emotion ist. Und dann gibt es natürlich auch solche nette Dinger hier, wie Gänsehaut, Sensoren, die ich dann eben auf der Haut aufbringen kann und entsprechend dann solche Reaktionen dann halt auch. Und aus den Sachen kann ich natürlich auch Dinge, also gerade so Thema Muskelentspannung und Kontraktion, das ist natürlich etwas, wenn ich einen Stuhl zum Beispiel habe, kann ich da drin Sensoren unterbringen oder auch Sitz im Auto beispielsweise. Das sind dann halt so Dinge, wo ich die entsprechende Sensorik. Mobil ist es meistens eher schwierig, weil es eben halt doch nicht ganz so praktisch ist, mit den Sachen ausgestattet sein. Aber da kann man auch in Zukunft mal gucken, wenn dann Richtung Smart Clothing, wenn die Sachen alle ein bisschen kompakter und tragbarer werden, sind das auch Ansatzpunkte, weil wir unsere Emotionen eben auch durch körperliche Reaktionen ausdrücken und dementsprechend erkennbar machen. So, und da gibt es jetzt weiter, da sage ich glaube ich nicht zu viel, wenn dann noch ein zweiter Vortrag auch in die Richtung dann geht. Das sind natürlich dann auch so in Richtung unsere physiologischen Parameter, die dann vor allen Dingen Herzratvariabilität, die kann ich natürlich auch heranziehen. Und auch da wieder, je eher ich das in etwas, was ich ohnehin trage, und das ist das rechte Beispiel von Microsoft, desto mehr ist es natürlich auch realistisch, dass das über einen längeren Zeitraum hinweg man das tragen kann und dementsprechend auch langfristige Auswertungen hat. Weil auch da sind natürlich die Geschichten, also gerade Herzrate und solche Geschichten sind natürlich sehr stark auch von Aktivität beeinflusst. Also da gibt es sehr viele Störfaktoren, die nicht mit Emotionen zu tun haben. Umgekehrt aber, wenn ich das während einem Meeting, ich sitze ruhig am Schreibtisch, dann ist durchaus die Reaktion der Herzrate auf das, was passiert, eine meistens emotional vermittelte Reaktion und ist soweit durchaus dann in so einer Situation eine interessante Information, die sich vielleicht mit anderen noch gut kombinieren lässt. So, und schließlich könnte man natürlich auch gucken, wenn man jemanden zum Beispiel sieht, wie er auf seinem Smartphone tippt oder wie er auf seinem Notebook tippt. Also ich hatte auch so Kollegen, die dann regelmäßig Tastaturen geschrottet haben. Dann weiß man natürlich, dass man aus solchen Dingen natürlich auch seine Schlüsse ziehen kann. Und dementsprechend gab es da auch ein paar
Studien, gerade Microsoft, Samsung haben da mal untersucht, was kann man denn rauskriegen aus Daten, die auf dem Smartphone zum Beispiel anfallen. Und die eine Studie hat sich jetzt so mit Tippgeschwindigkeit, wie häufig man irgendwelche speziellen Zeichen benutzt, insbesondere auch Tasten wie Backspace benutzt, weil man eben zu schnell und zu unüberlegt irgendwas hingeschrieben hat und dann halt auch die Erschütterung des Gerätes. Und klar, da gab es Korrelationen, die waren gar nicht so schlecht. Also das waren dann irgendwie so 70-80% Treffergenauigkeit. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man die rein die Datenbasis nimmt, wie jemand mit seinem Smartphone interagiert. Dann Nutzungszeit war aber auch noch etwas, also dass man zum Beispiel, das ging vor allen Dingen dann in Richtung Patienten mit Störungen beim Umgang mit ihren Emotionen und bei der Emotionsregulation. Dann konnte man halt aus solchen Informationen, wie häufig wird es benutzt, wie lang wird es benutzt, was sind Abweichungen von den am häufigsten benutzten Apps beispielsweise, häufig benutzte Webseiten, Abweichungen davon, aus denen konnte man dann Veränderungen, gerade so bei bipolaren Fällen, konnte man die auch relativ zuverlässig aus solchen Sachen erkennen. Also das heißt, es gibt hier zahlreiche Quellen, keine davon ist so richtig hundertprozentig zuverlässig, aber wie so immer ist dann so eine Kombination sicherlich etwas, mit der ich dann auch die Qualität dann entsprechend erhöhen kann. Und ist natürlich auch immer die Frage, welchen Aufwand ich an der Stelle betreibe. Also zahlreiche Methoden gibt es, um Emotionen zumindest ansatzweise zugänglich zu machen. Meistens mit einem deutlich reduzierten Vokabular und einem vereinfachten Modell. Und da stellt sich jetzt dann die Frage, wie nutzt man denn das eigentlich? Also toll ist, man kann das erfassen, super. Daten sammeln ist super, aber die Frage ist ja, warum mache ich das eigentlich und was kann ich damit tun? Und ich will jetzt einfach mal so ein paar Beispiele hervorholen. Das eine hatte ich am Anfang schon ein bisschen angesprochen, so das Thema Teammut. Also wie fühlt sich denn ein Team, emotionale Verfassung? Weil jetzt auch ganz klar dieser Trend Wellbeing auch am Arbeitsplatz ist da. Dieses Bewusstsein, dass wenn es den Leuten emotional auch gut geht, dann weniger Thematik, stressbedingte Krankheiten, meistens auch verbesserte Motivation, weniger Ausfallzeiten. Also da gibt es zahlreiche Assoziationen, die sind nicht alle immer so hundertprozentig belegt, aber zumindest recht plausibel in der Argumentation. Das ist halt so ein Ding, wo jetzt einige Firmen da auch einsteigen, so Mood-Calendar zum Beispiel zu machen, dass man einfach das erfasst, auch Self-Reporting, und dann mal guckt, wie das über das Team ist, was sich da verändert, ob Leute dann auch irgendwie ängstlich werden, verunsichert sind. Und das ist auch ein Thema in Richtung Risikomanagement, so nach dem Motto, die Leute sagen es vielleicht nicht explizit, aber sie fühlen sich irgendwie komisch, und das ist dann ein Frühwarnsignal für irgendwelche Risiken, die sie wahrnehmen, aber nicht aussprechen. Also solche Themen sind sehr aktuell. Wie gut das funktioniert, auch im Team, hängt sicherlich ganz stark davon ab, wie man das macht. Also das heißt, das ist ja eigentlich ein Reflexionswerkzeug auch. Wenn ich das als Überwachung oder sonst irgendetwas instrumentiere, wird es wieder nicht funktionieren. Das dürfte ja auch relativ klar sein. Also das heißt, Umgang damit. Aber was gut ist, man bringt mal dieses Thema Emotionen in den Vordergrund und versucht es auch mal sichtbar zu machen, sodass ich auch dann Abweichungen zum Beispiel sehe und dann einfach einen Trigger habe zum Reflektieren, weil warum jetzt plötzlich wird es schlechter? Was ist passiert? Dass man so sich die Frage stellt an der Stelle, bevor das alles schlimmer wird. Das sind so Themen. Zweitens, das war auch mal so ein Forschungsprojekt, so auch Lernen, emotionale Regulation. Wir sind relativ schlecht, in sehr emotionalisierten Situationen Entscheidungen zu treffen. Sind wir ziemlich schlecht, das wissen wir auch, wir tun es trotzdem. In manchen Bereichen führt es dazu, und das ist zum Beispiel Stockbroker, so ein Thema, dass die dann halt vollkommen irrational Risiken eingehen aus dieser emotionalen Situation heraus, und eigentlich wäre das ein Teil ihrer emotionalen Ausbildung, wenn man so nennen will, dass sie in der Lage sind, das einzuschätzen und im Zweifelsfall sogar in der Lage sind, das ein bisschen auch zu beeinflussen, im Zweifelsfall auch durch Pausen, die man da entsprechend einbaut. Und da gab es auch mal so Spiele, die man mal probiert hat, wo man dann ein Spiel immer schwieriger gemacht hat,
je gestresster jemand war, und um so zu lernen, ich kann das eigentlich nur gewinnen, wenn ich das in den Griff kriege. Und da waren mit ein paar Banken mal so Experimente in diese Richtung. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, indem ich da auch mal zurückspiele und so ein bisschen lerne, erstmal das wahrzunehmen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann vielleicht auch auf mich selber einzuwirken, um das besser in den Griff zu kriegen. Das Ganze gibt es natürlich auch für eben die Gruppen mit Störungen in der Emotionsregulation, und zwar dann häufig, also häufig dieses Großbild, Depression und alles, was damit zusammenhängt. Gerade Bipolar ist da auch ein sehr häufig genanntes Beispiel. Und da gibt es eben so Dinge, wo ich dann Feedback bekomme am Arm, um mir selber das bewusst zu werden, dass da jetzt was passiert. Also, dass ich auch da wieder, gerade bei Bipolar, dass eben die Täler vielleicht nicht so tief sind, dass ich da selber was dagegen tun kann. Und mir das signalisiert von außen, weil ich es von innen nicht so richtig wahrnehme, von außen was signalisiert, dass ich eben vielleicht lerne, ein bisschen besser damit umzugehen. Ist natürlich nicht alleinige Therapie, das sollte man sich jetzt auch nicht Illusion machen, aber es kann sowas unterstützen, so ähnlich wie das jetzt auch passiert, wenn wir in Therapie sind, dass dann irgendwie ein Emotionstagebuch und dass man so Zusammenhänge lernt. Und hier kann ich mit so einem Band, was dann gleichzeitig auch versucht, eben die Emotionen zu erkennen, dass ich das eben zurückgespielt kriege, ohne dass ich mir es zuerst bewusst gemacht haben musste. So, und dann gibt es auch noch andere Geschichten. Einen der interessanten Sachen sind so Predictor-Geschichten. Also ich versuche vorherzusagen, was denn passiert. Also ich meine, den Begriff mögen wir jetzt vielleicht nicht gerade jetzt, aber Emotionen sind ansteckend. Das heißt, wenn ich irgendwo ein aggressives Verhalten habe, die Leute sind ärgerlich, dann stecke ich häufig andere damit an. Und das führt dann in größeren Gruppen natürlich zu Auswüchsen, die ich vielleicht schon unterbinden könnte, wenn ich da schon ein bisschen früher eingreife. Also Crowd Control, so die Sache, bevor irgendwelche Leute oder Sachen zu Schaden kommen, könnte man vielleicht da schon deeskalierend eingreifen. Videomaterial ist ja da, in vielen öffentlichen Orten sind ja inzwischen Kameras, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sind Kameras, und wenn man die Daten dann auch real-time auswertet, dann hat man da natürlich Ansatzpunkte, um eben Deeskalation rechtzeitig zu betreiben. Eher aufs Individuum fokussiert, Deeskalation ist so ein bisschen das Fahrverhalten. Wir wissen alle, dass der Hauptunfallfaktor eigentlich der Mensch, der da drin sitzt, ist, und vor allen Dingen die Tatsache, dass er emotional ist. Und dementsprechend gibt es da auch zahlreiche Ansätze, die da ein bisschen gucken, wie kann man so Fahrverhalten rationaler gestalten und das beeinflussen. Und das Interessante, das habe ich im Paper zufälligerweise vor kurzem dann gelesen, wo sie mal untersucht haben, wie reagieren denn Leute darauf, wenn ihnen visualisiert wird, dass sie jetzt gerade, naja, vielleicht ein bisschen aggressiv sind. Dass die Reaktion der Leute war wenig positiv. Also das heißt, es hat eher verstärkend noch gewirkt, als es deeskalierend gewirkt hätte. Sodass dann am Ende des Fazits gezogen wird, man muss sich mal das noch genau überlegen, wie man zurückspielt, den emotionalen Zustand, und wie man das eigentlich auch hinkriegt, dass die dann da wieder runterkommen. Weil es bringt ja nichts, wenn man es erkennt und man kann trotzdem nichts tun. Und ich glaube, die meisten würden es nicht akzeptieren, wenn man dann einfach das Auto an den Straßenrand fährt und abschaltet, obwohl man das sicherlich könnte. Aber das ist sicherlich keine, für das Thema gibt es sicherlich keine Akzeptanz, das so anzugehen. Das ist so ein Thema. Und weiteres Thema, da gab es auch vor kurzem auch eine These, die wohl ein Experiment mal dazu gemacht hat. Wenn wir jetzt mit Maschinen kommunizieren, wie zum Beispiel die Chatbots, dann könnten wir ja auch auf Emotionen reagieren. Gerade im Customer Support sind die Leute aggressiv, weil sie dann eben das schon das fünfte Mal ist, dass das Problem auftritt und sie brauchen jetzt dringend etwas. Oder sie sind vielleicht verzweifelt, was eine ganz andere emotionale Reaktion dann ist. Dann wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn so ein Bot vielleicht nicht verstärken, dadurch, dass er als Bot rüberkommt, sondern vielleicht durch Empathie zeigen, entsprechend auch besser wahrgenommen wird. Und da war ein Versuch mal auszuprobieren, ob das tatsächlich die User Experience verbessert. Und der Versuch war mit so einem Beratungsbot zum Thema Belästigung am Arbeitsplatz und einfach mal zu gucken,
Gibt es einen Unterschied zuerst einmal in der Wahrnehmung, wenn Emotionen zurückgespielt werden und wenn man unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Emotionszustände, und da kam gerade die Watson-API zum Einsatz, und die Antwort war ja, es wird wahrgenommen, Empathiewahrnehmung ist deutlich höher. Und das Interessante war tatsächlich auch, es wurde nicht negativ, was auch befürchtet war ein Stück weit, dass Maschinen da versuchen, irgendwas nachzuahmen, was sie nicht richtig können. So dieses klassische Uncanny Valley-Problem. Auch das war nicht der Fall, sondern dass tatsächlich an der Stelle User Experience auch besser ausgefallen ist, in dem Fall als ohne diese Empathie. Also wo es einfach eine Standardantwort, die jetzt auch nicht schlecht waren, aber eben neutral und nicht auf besondere emotionale Zustände abgestimmt war. Genau, und dann gibt es natürlich, Werbebranche ist extrem daran interessiert an dem Thema Emotionen. Da ist auch, wenn man sich die ganzen Startup-Firmen dann anguckt, die in dem Bereich unterwegs sind, das sind so meistens ihre Hauptkunden, Marketing im erweiterten Sinne. Und hier ist ein so Emotion Analytics, also dass man den Leuten solche Armbänder zum Beispiel gibt und dass man ihnen dann Werbespots dann vorspielt, sie in den Raum setzt und dann ihre Reaktionen dann einfach mal misst und dann mal auswertet, welcher Teil vom Video war es denn jetzt, oder AB-Vergleiche dann darüber steuern kann und so weiter. Also das ist ein Riesenthema und auch der Hauptmarkt, der momentan, glaube ich, auch kommerziell da das Geld reintreibt in die Thematik. Genau, und dann bleibt so am Ende dann diese Frage, wenn wir schon beim Marketing sind, dann sind wir ja bei dem Thema, Marketing funktioniert sehr oft auf einer emotionalen Schiene und das heißt, eigentlich beeinflussen wir da Emotionen. Das machen wir zwar sonst auch relativ häufig, aber dort macht man es sehr systematisch, und jetzt kann man sich mal überlegen, je mehr eine Maschine weiß, was jemand fühlt und wie sich jemand fühlt, desto mehr kann ich natürlich an der Stelle auch beeinflussend eingreifen. Wahrscheinlich ist dieses Experiment bekannt, was Facebook zusammen, oh, ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Unipartner dazu, gemacht hat. Die haben mal geguckt, ob ich Nutzer beeinflussen kann, rein durch das Anzeigen von, verstärkte Anzeigen von positiven Posts und von negativen Posts. Und tatsächlich beeinflusst das auch den emotionalen Zustand. Ich lasse mich anstecken. Also auch wieder, Emotionen sind ansteckend. Wenn ich viel Negatives bekomme, werde ich negativer. Wenn ich viel Aggressives bekomme, werde ich aggressiver. Das ließ sich bestätigen, sodass ich einfach nur durch den Algorithmus, was auf meiner Timeline erscheint, natürlich beeinflussen kann, wie sich Leute fühlen. Und das hat man natürlich auch dann in Richtung Überlegungen. Wahlwerbung war zum Beispiel so ein Thema, Cambridge Analytica, ob ihr Claim stimmt, dass sie da einen maßgeblichen Anteil hatten oder nicht, das sei dahingestellt. Aber zumindest ist ganz klar im Raum, natürlich kann ich eine emotionale Ansprache viel besser machen, wenn ich weiß, wie derjenige jetzt gerade drauf ist. Das braucht man, glaube ich, da braucht man, glaube ich, nicht viel Überlegung dazu. Je genauer ich das rausfinde, desto genauer und punktueller kann ich es auch beeinflussen mit der entsprechenden Botschaft. Und dann kann ich natürlich auch mehr Wirkung erzeugen an der Stelle. Da gibt es noch subtilere Methoden, nicht nur diese Botschaften. Eins von den spannenden Sachen ist auch, ich kann mit Licht viel machen. Gab es auch Versuche in Altenheimen, über Beleuchtung die Stimmung der Bewohner zu verändern und tatsächlich hat eine Wirkung. Also ganz klar, Philips war da sehr aktiv. Musik dürfte auch klar sein, Töne können da beeinflussend wirken. Und dann gibt es natürlich auch die ganze Thematik ringsum Coaching-Strategien, also auch ein Coach, ein Digitaler, der auf Emotionen eingehen kann, ist sicherlich besser als einfach nur so ein Bot, der irgendwelche Fragen stellt, ohne auf die Reaktion drauf einzugehen. Und eben der Klassiker, da sind wir wieder am Anfang, so hat alles angefangen, wenn wir jetzt in Richtung E-Learning denken. Auch da Thema Empathie ist immer noch ein Thema, auch wenn inzwischen die soziale Dimension wichtiger geworden ist. Aber Thema Empathie, wenn ich in Richtung Tutoring-Systeme gehe, dann ist das immer noch ein ganz klarer Anwendungsbereich, wo ich auch Emotionen beeinflussen will, nämlich im Zweifelsfall Frustrationen auflösen und positive Erfolgserlebnisse verstärken und eben negative Verzweiflung und alles Mögliche zu vermeiden, weil es eben mal bekannt ist, dass es eben dem Lernerfolg zumindest langfristig auf jeden Fall abträglich ist. Gut, und damit wäre ich auch schon am Ende und
würde jetzt noch so ein bisschen in den Raum stellen, so die Frage, naja, also wenn wir jetzt Emotionen systematischer beeinflussen können, ja, wollen wir denn das? Wie sieht es denn dann aus? Stellen wir uns das dann vor, dass wir dann irgendwann so eine API zur Verfügung haben, so Emotion as a Service. Ich kann dann bei bestimmten Zielgruppen bestimmte Emotionen hervorrufen, indem ich eben zum einen analysiere, wo sie jetzt sind und zum zweiten gezielte Interventionen dann auswählen. Wollen wir dahin? Gehen wir dahin? In welchen Bereichen wollen wir das? Da gibt es gute Sachen. Also das hört sich jetzt so negativ an, aber da gibt es gute Sachen. Ich meine, wenn wir Leute mit Depressionen und ähnlichen Krankheiten entsprechend hier in ein besseres Lebensgefühl bringen, dann ist das sicherlich etwas, was wir alle wollen. Wenn wir jetzt dann davon reden über Marketing und Wahlwerbung oder wie auch immer, dann sind wir vielleicht da demgegenüber ein bisschen kritischer eingestellt. Und insgesamt wollen wir überhaupt, dass Computer Emotionen zeigen? Wollen wir das? Oder sind wir gerade froh drum, dass sie es nicht tun, im Gegensatz zu den Menschen? Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, ich hoffe, das war ein interessanter Einblick in das Thema und ich freue mich auf Fragen oder Anmerkungen, die von Ihrer Seite kommen. Dankeschön. Ich habe direkt eine Anmerkung und zwar oder auch eine Frage, je nachdem zur Diskussion. Sie hatten vorher Chatbots erwähnt. Wollen wir denn, dass Sie mit uns tatsächlich emotional werden und kommunizieren? Ich glaube, ja. Das habe ich in meiner Promotion soweit bearbeitet, mit Dialogsystemen gearbeitet und bei mir war das Ergebnis tatsächlich in den ganzen Studien, dass die ganzen Endbenutzer wünschen, dass sich die Person, also wenn ich jetzt Dialog vorstelle, also egal, ob das jetzt eine Maschine dann letztendlich oder tatsächlich eine Person als Mensch, dass so eine bestimmte Kopplung daran zurückgibt. Das heißt, dass man sich so ein bisschen darauf anpasst, wie der Gegner mit mir kommuniziert, soweit auch. Also der Gegenüber soll sich nicht einfach nur sehr kalt sein, wenn ich jetzt mich öffnen möchte und auch nicht sehr zu warm auf mich zukommen, zu emotional dann auch werden, wenn ich das auch nicht möchte zum Beispiel. Dagegen ist das einfach nur so, dass die Endbenutzer ja einen Dialog tatsächlich erwarten, als wären wir quasi Mensch zu Mensch. Und genau das Gleiche, Sie hatten Chatbots jetzt erwähnt auch, das war ja genau mein Promotionsthema am KIT, Dialogsysteme, das heißt in natürlicher Sprache zu programmieren, wie bringe ich überhaupt einer Maschine etwas bei? Und da spielen Emotionen bei mir vorerst eine untergeordnete Rolle, aber da habe ich tatsächlich einen Querverweis tatsächlich gesehen, als wenn die Endbenutzer mit diesen Geräten anfangen zu kommunizieren, dann ist das tatsächlich so, dass sie da viel besseres Feedback bekommen, wenn die Maschine tatsächlich nicht ganz kühl oder komplett emotionslos soweit reagiert, weil die Maschine an sich kann ja nur Nullen und Einsen und wenn man ihr Emotionen nicht beibringt, dann wird das letztendlich nie Emotionen können. Ja. Mhm. Dagegen fällt mir jetzt gerade noch ein Vortrag von Rainer letztes Jahr noch zu Ethik zum Beispiel, als Sie erzählt haben, dass sich eine Maschine so verhalten sollte, als wäre sie ein Mensch und dass man es quasi nicht ganz herausfinden sollte. Da gibt es einen riesigen Vortrag von Rainer Neumann, der sich gerade noch gemutet hat. Der darf sich gerne dazu auch noch genauer äußern. Mhm. Also absolut bestätige ich auch, die Ergebnisse, die wir dann auch mit den Experimenten da hatten, haben genau in die gleiche Richtung gezeigt. Also das war, obwohl es für mich jetzt gar nicht so offensichtlich war. Also aber danke, das finde ich sehr spannend, was Sie da gemacht haben. Ich glaube, das, was der Alex gerade angesprochen hat, ist dieser Punkt, dass wir als Normalbenutzer oftmals gar nicht unterscheiden können. Sprechen wir mit Mensch oder Maschine und je mehr wir da an die Emotionen rangehen, umso wohler fühlen wir uns mit dem Gegenüber. Und dahin gehen natürlich diese ganzen Sachen wie die Ethikleitlinien für vertrauenswürdige KI der EU beispielsweise, weil wir da an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir müssen transparent machen, ob Leute mit Maschinen oder mit Menschen sprechen. Ungeachtet der Frage, ob manchen Leuten das Sprechen mit Maschinen lieber wäre als mit Menschen. Aber das ist, glaube ich, der wichtige Punkt an der Stelle. Ja. Ja, aber dass dieses Verwechseln relativ auch schnell passiert, also dass man tatsächlich auch die Dinge, obwohl man es weiß, tatsächlich auch relativ schnell vermenschlicht und dementsprechend Emotionen, also gerade bei solchen, den Klassikern Google Home und Alexa, dass man relativ schnell die vermenschlicht, obwohl man genau weiß, das ist kein Mensch. Hier gibt es ein Handzeichen.
von der Frau Beres. Ich habe mal die Stummschaltung aufgehoben, Frau Beres. Sie sind entmutet, Sie können gerne sprechen. Ja, genau. Vielen Dank. Also sehr interessanter Vortrag. Ich habe ein bisschen lächeln müssen, als die Frage gestellt worden ist, wollen wir denn, dass Emotionen hier ja, programmiertechnisch auch umgesetzt werden und entsprechend genutzt werden. Gelächelt deswegen, weil ich konnte mich noch erinnern, ich habe mich 96 sehr intensiv beginnend mit dem Internet befasst und 98 gab es Umfragen von W3B in Hamburg. Wollen wir Werbung im Internet? Und damals habe ich auch gelächelt, weil es war mir klar, dass es kommen wird und es ist mir auch glasklar, dass das Thema Emotionen immer stärker einbezogen werden wird, weil es gibt Ansätze jetzt nicht im Online-Bereich des Neuromarketings und Neurosales, wo einfach das Wissen jetzt nicht um den emotionalen aktuellen Zustand, aber das Wissen über ja den Typus, der mir gegenüber ist, darauf hin angewendet wird, die Kommunikation so entsprechend zu adaptieren, damit ich meine Botschaft auch wirklich rüberbekomme. Also das ist jetzt keine Frage, es war nur ein Kommentar in Ergänzung. Ja, also deswegen habe ich jetzt, glaube ich, auch absolut Zustimmung. Ich glaube, aufhalten kann man es nicht wirklich. Deswegen ist ja auch der erste Satz oben, es ist keine Frage, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass es mehr systematisch beeinflusst wird, weil es einfach Vorteile. Und das Neuromarketing, danke für den Hinweis, passt ja da perfekt dazu. Danke. Okay, gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Sie können gerne Handzeichen geben, dann werden wir Sie auch entmuten. Können Sie dazu was sagen? Nein, ich sehe aktuell keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für den Vortrag, war sehr, sehr interessant. Dankeschön. Gerne. Rainer, möchtest du weiterleiten? Nein, mach du ruhig. Okay, so, dann werden wir bei Professor Schmidt durch mit dem Vortrag und als nächster kommt Herr Krause von FZI, an den jetzt gerade auch die Präsentation weitergeht. Genau, er hat ja schon angenommen. Genau, dann auch. Wir können die Folien sehen und bitteschön. Genau, dann auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Simon Kraus, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am FZI, Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Arbeite dort ungefähr seit 2017, habe auch meine Masterarbeit schon zum Thema der Vitalcam geschrieben und arbeite jetzt auch in meinem täglichen Alltag mit der Vitalcam. Der Titel lautet: Die Kamera sieht mehr, als mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Werde ich nachher noch ein bisschen mehr erklären, was genau dahinter steckt. Kurz noch mal ein bisschen eine Agenda, also kurz vorstellen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit der Technologie, was sind die Grundlagen, wie funktioniert das Ganze, dann wie ist das System aufgebaut, welche Herausforderungen für das System bestehen und wie planen wir das Ganze weiterzuentwickeln, um dann am Ende eine kurze Zusammenfassung zu haben. Am besten zeigt man, was die Vitalcam kann, anhand von einem kleinen Video. Ursprünglich kommen wir da so ein bisschen aus dem Driver State Monitoring. Wir haben es gerade eben schon im Vortrag gehört. 90% der Verkehrsunfälle sind durch Fehlverhalten des Fahrers verursacht. Und unsere Idee war es, okay, wenn wir diesen Fahrerzustand erfassen können, schaffen wir es dann vielleicht irgendwie zumindest einen Teil von diesen Verkehrsunfällen zu verhindern, indem wir Warnsysteme, haben wir gerade gehört, funktioniert nicht so gut, oder aber halt Advanced Driver Assistance Systems hinzuschalten, die dann entsprechend dafür sorgen, dass der Fahrer weiterhin sicher ist. Ich mache jetzt kurz mal das Video an. Ich hoffe, das wird einigermaßen gut übertragen. Wir sehen hier verschiedene Parameter, die erfasst werden. Wir haben so einerseits hier die Herzfrequenz, im Hintergrund wird auch die Herzratenvariabilität berechnet. Wir haben die Blinzelrate, der Herr Blöcher zeigt hier gerade auch so ein bisschen die verschiedenen Emotionen des einfachen Emotionsdetektionssystems, das hier hinten dran steht. Genau. Zusätzlich haben wir noch ein
River State System obendrauf gesetzt, bei dem wir ein bisschen versuchen, so Aussagen über den Fahrerzustand tatsächlich zu treffen. Also ist er gerade eher müde. Herr Blöcher macht doch gerade die Augen zu, also hat so eine Mikro-Sleep-Warning dadurch ausgelöst. Und versuchen dann halt da entsprechend Handlungsempfehlungen zu geben. Das ist so, wo wir herkommen aus dem Driver-State-Monitoring. Es gibt natürlich aber auch andere Anwendungsfälle, sei es im Fitness-Monitoring. Jeder kennt diese Cardio-Geräte im Fitnessstudio, die meistens dann irgendwie so eine Metallfläche haben, auf dem, an der man sich festhalten kann, um die Puls, den Puls bestimmen zu lassen. Könnte man jetzt einfach durch die Kamera, die da einfach in den Bildschirm mit integriert wird, weglassen, wenn man dann zusätzlich noch irgendwie erkennen kann, ob derjenige gerade überanstrengt ist oder man sieht, er führt diese Übung nicht korrekt aus, könnte man auch einen Trainer vorbeischicken. Anderer Anwendungsfall wäre die Überwachung oder die kontaktlose Überwachung in der Medizin. Gerade hier bei so einem, bei einem Frühgeborenen ist übersät mit Sensoren, was auch sehr belastend für den Körper zusätzlich ist, hat natürlich seinen Sinn und Zweck, aber wenn man da einen Teil dieser Sensoren durch kontaktlose Überwachung ersetzen könnte, wäre dem Ganzen doch auf jeden Fall geholfen. Dann haben wir auch Stressanalyse oder Produktreaktionsanalysen. Ja, wie reagieren die Leute auf meine Werbung oder auf meine Serie? Wie gestresst sind sie gerade beim Bedienen meiner Anwendung? Das ließe sich alles damit realisieren. Und dann ein weiterer Punkt wäre auch die Deepfake Detection oder die Liveness Detektion. Also chatte ich gerade tatsächlich mit einer Person, die mir gegenüber sitzt, die echt ist, oder ist es nur ein abgespieltes Video von einer anderen Person? Genau. Oder halt, ist es ein Deepfake? Kann man dann gucken, ist in diesem Deepfake auch tatsächlich das Pulssignal, das wir extrahieren können, vorhanden? Hat das Deepfake auch das mitgefaked oder gibt es dann vielleicht auch Unterschiede oder Sprünge in diesem Puls? Da gibt es verschiedene Ansätze, um das entsprechend zu detektieren. Also haben wir jetzt relativ viele Anwendungsfälle. Jetzt kommen wir dazu, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also gerade die Pulsmessung. Selbe Wirkprinzip wie bei einem Fingerclip, wie man es vielleicht aus dem Krankenhaus kennt, der dann den Puls misst. Licht wird einfach auf die Haut, trifft auf die Haut, wird dann aus verschiedenen Schichten reflektiert und die Kamera nimmt dann das reflektierte Licht auf. Bei einem Fingerclip ist einfach nur andersrum, dass die Kamera unter dem Finger ist und man guckt, wie viel Licht kommt durch den Finger durch. Genau. Und warum sieht man jetzt die Blutschwankungen in diesem Licht? Ursache dafür ist die Lichtabsorption von Hämoglobin. Und die Menge an Hämoglobin in der Haut ändert sich natürlich mit dem Pulsschlag. Also während einer Pulswelle haben wir relativ viel Hämoglobin in der Hautschicht. Also in der Abwesenheit von einer Pulswelle haben wir deutlich weniger und dadurch wird mehr Licht reflektiert als absorbiert. Und wir haben eine Modulation des Lichts mit der Änderung des Blutvolumens, weshalb man auch von einem Blutvolumen-Pulssignal spricht. Zusätzlich noch gibt es noch Effekte, wo das Blutvolumen auch durch die Atmung moduliert wird. Da gibt es bei jungen Menschen die sogenannte respiratorische Sinusarrhythmie. Das ist einfach eine Schwankung der Herzfrequenz mit der Atmung. Also beim Einatmen wird es tendenziell etwas schneller und beim Ausatmen tendenziell etwas langsamer. Zusätzlich gibt es dann auch noch die sogenannte Atempumpe. Das ist einfach nur, dass die Atmung und die Kontraktion der Lunge dazu führt, dass die Venen das Blut zurück zum Herzen transportieren. Und auch diese Effekte kann man dann entsprechend später im Signal sehen. Genau, wie das System das jetzt dann tatsächlich macht und welche Bausteine dazu notwendig sind, sehen wir jetzt hier. Wir haben vorne eine Videoquelle oder einfach eine Webcam, also es kann ein aufgenommenes Video sein, es kann aber auch eine Webcam sein, haben dann Bildverarbeitung, bei der wir dann versuchen, eine Region of Interest zu detektieren. Aus dieser Region of Interest extrahieren wir Rohsignale, aus denen wir dann den Blutvolumenpuls mit einem Algorithmus extrahieren und dann entsprechend basierend auf diesem Blutvolumenpuls
die tatsächliche Herzrate bzw. auch Herzratenvariabilität schätzen können. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Bausteine ein bisschen genauer an. Die Region of Interest Detektion, also wir müssen das erstmal detektieren, haben wir ein Gesicht im Bild und das dann auch tracken. Wir haben dafür ein Face Alignment mit 68 Merkmalspunkten. Das basiert auf der Supervised Descent Methode. Zusätzlich haben wir noch Shift Features um diese Landmarken herum. Also wir setzen dann 68 Punkte ins Gesicht. Sieht man hier auch auf diesem Bild nochmal genauer. Die roten Punkte sind dann die Landmarks. Wir haben sowohl frontale als auch profile Gesichtsmodelle, kommt wieder aus diesem Fahrerzustandsüberwachung, weil man natürlich beim Autofahren sollte man vielleicht den Schulterblick ab und zu machen, beziehungsweise man redet auch mit dem Beifahrer und dreht dabei das Gesicht auch mal ins Profil. Genau, prinzipiell gibt es dann zwei verschiedene Ansätze, um aus den Landmarks dann eine Region of Interest zu generieren. Es gibt hier dargestellt den Fixed Region Ansatz, wo ich einfach bestimmte Bereiche zwischen Landmarks hier auf der Wange aufspanne oder aber die Stirn markiere. Die Höhe dieser Box ist einfach abhängig von der Länge der Nase, also auch wieder basierend auf den Landmarks. Problem hier ist es, man ist recht unflexibel. Sieht man auch hier, die Brille ist mit in der Region of Interest, obwohl da definitiv kein Puls detektiert werden sollte. Bei der Person ist es jetzt so, die Stirn ist frei von Haaren, aber theoretisch wäre es auch möglich, dass die Haare die Stirn überdecken oder eine Mütze getragen wird und dann die Stirn gar nicht sichtbar ist. Da hätte man dann zusätzlich einfach Störsignale eingefangen. Deshalb gibt es den Multitrace-Ansatz, bei dem man versucht, viele kleine Sensoren in der Region of Interest zu nehmen, die dann parallel bearbeitet werden, um am Ende dann zu entscheiden, wo tatsächlich eine gute Signalqualität drin ist und so adaptiv auf Änderungen und Situationen reagieren kann. Gut, jetzt haben wir die Region of Interest. Auf der Region of Interest kriegen wir meistens einfach aus dem Kamerasignal die drei Farbkanäle, Rot, Grün und Blau, und müssen daraus mit einem Algorithmus den Puls extrahieren. Da gibt es relativ viele Algorithmen, wie man das realisieren kann. Einfachster Algorithmus ist tatsächlich, man nimmt den grünen Kanal, wie man auch hier unten im Bild recht gut sehen kann. Hat man hier die kleinen Zacken, die tatsächlich den Puls übereinstimmen. Das funktioniert natürlich nur in einer sehr guten Umgebung. Ansonsten muss man die drei Kanäle miteinander kombinieren oder Algorithmen darauf anwenden und bekommt dann hier unten so ein schönes Blutvolumen-Pulssignal. Die ganzen Algorithmen lassen sich so in zwei Klassen einteilen. Einmal die datengetriebenen und statistischen Ansätze und einmal Ansätze unter Einbeziehung von physiologischem Vorwissen. Ich würde jetzt einmal kurz vorstellen, wie die datengetriebenen Ansätze funktionieren. Die bedienen sich vor allem an der Blind Source Separation, also an dem Problem der Blind Source Separation. Vorstellung, man ist draußen auf einer Terrasse am Meer oder sowas. Man hat hier ein Gespräch, das man aufnehmen möchte. Zusätzlich gibt es aber irgendwie im Hintergrund noch Musik und man hat Umgebungsgeräusche, hat drei Mikrofone aufgestellt. Keines dieser Mikrofone nimmt jetzt nur das Gespräch auf, sondern immer nur eine Überlagerung aller Signalquellen. Und man nimmt dann diese drei Mischsignale, gibt sie in den Algorithmus und er versucht dann hinten die Signale wieder zu trennen, sodass man sein Nutzsignal, das Gespräch in dem Fall hier, wieder erhält. Für die Kamera wird es bedeuten, wir hätten hier oben einen Signalanteil basierend auf dem Puls und zwei Störsignale und möchte dann hinten den Puls haben. Genau, dafür gibt es unterschiedliche Ansätze, das zu realisieren. Es gibt die Hauptkomponentenanalyse oder die Unabhängigkeitsanalyse, unterscheiden sich immer dann so ein bisschen bei ihrer Optimierungsfunktion. Genau, es gibt verschiedene Algorithmen, die mittlerweile versucht haben, das Ganze zu verbessern, indem man dann mehrere Kanäle verwendet, also nicht nur die drei Farbkanäle, sondern vielleicht auch noch einen Infrarotkanal. Oder aber die Optimierungsfunktionen erweitert, um zum Beispiel die Periodizität des Pulssignales auch noch einfließen zu lassen. Problem bei diesen Ansätzen ist es aktuell, dass es lineare Kombinationen sind. Das heißt,
wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge hier hinten die Signale rauskommen. Ist hier unten auch schön dargestellt. Wir haben oben wieder die Rohsignale, die reingehen, und hier unten die drei Kanäle, die separiert wurden. Das Pulssignal ist am Anfang im ersten Kanal und dann springt es auf einmal in den zweiten. Macht die Signalverarbeitung später sehr, sehr schwer. In dem Fall jetzt hier noch nicht, weil das Signal recht gut erkannt werden kann. Wenn aber das Rauschen stärker wird, dann ist es sehr schwer zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Kanälen. Man muss also noch einen Kanalentscheider entwickeln und hat deutlich mehr Signalverarbeitungsaufwand im Nachgang. Dann im Vergleich gibt es die Algorithmen, die auf Vorwissen beruhen. Da ist vor allem hier unten das Bild interessant. Wir haben unsere Lichtquelle, die einfach mit einer gewissen Intensität auf die Haut leuchtet. Und die Kamera nimmt dann entsprechend verschiedene Anteile dieses Lichts auf. Wir haben einmal direkte Reflektionen an der Haut. Das wäre hier hinten unser Störanteil in der Formel. Also die Formel hier zeigt die Intensität eines gemessenen Kanals der Kamera. Könnte rot, grün oder blau sein. Zusätzlich haben wir dann noch einen Gleichanteil, der einfach durch die Haut, das Gewebe, Muskeln und Skelett entsprechend herkommt. Auch da haben wir kein Nutzsignal drin. Und wir haben dann als drittes noch die Lichtstrahlen, die tief in die Haut eindringen und dann durch diffuse Reflexion wieder zur Kamera zurückkommen. Und das ist dann tatsächlich dieses Nutzsignal, das wir haben möchten. Und diese Ansätze, die jetzt auf dieser Formel beruhen, versuchen dann einen Farbraum zu finden, in dem die Rohsignale transformiert werden, wodurch die Störungen sich gegenseitig aufheben. Der Gleichanteil wird sowieso vorher schon durch Detrending eliminiert und man versucht dann den Raum so zu legen, dass das Nutzsignal möglichst störungsfrei ist. Auch hier gibt es dann wieder verschiedenste individuelle Anpassungen, indem man mehrere Region of Interests verwendet oder auch Störparameter mit einbezieht oder die Anzahl der Kamerakanäle ändert. Wir am FZI verwenden auch so einen Ansatz, der auf Vorwissen basiert, trennen also Direktreflexionen von den oberflächennahen Körperreflexionen und unterdrücken durch die Projektion in einen anderen Farbraum die Rauschenstöranteile. Zusätzlich haben wir noch einen adaptiven Bandpassfilter eingebaut, der es uns erlaubt, anhand der Analyse des Spektrogramms des Blutvolumenpulssignals deutlich bessere Signalqualitäten zu bekommen, weil wir schauen uns zusätzlich noch die Kopfbewegungen an und sehen dann Frequenzen, die stören und können dann sagen, welche dieser Frequenzen im Spektrogramm tatsächlich durch den Puls hervorgerufen werden und welche durch Störungen hervorgerufen werden, um dann später für den Bandpassfilter bessere Grenzen setzen zu können, sodass hier nur die blau markierten Teile zur Bestimmung der Frequenz für den Bandpass verwendet werden und nicht die roten. Genau. Dann auch noch ein paar kurze Punkte zur Mimik und Emotionserkennung. Entschuldigung. Zur Mimik und Emotionserkennung. Die basiert auch auf dem Face Tracker. Also die Landmarks haben wir ja schon aus dem aus der Pulsextraktion. Wir haben dann die SIFT Features um diese Landmarks, um dann das Facial Action Coding System zu füttern. Haben wir vorhin auch gerade in dem Vortrag schon mal gehört. Gibt es dann verschiedene Identifier für die verschiedenen Emotionen. Die können wir dann entsprechend klassifizieren mit einer Support-Vektor-Maschine und können aktuell 6 Basis-Emotionen erkennen. Ja, das ist so das System, wie alles aufgebaut ist, wie es momentan funktioniert. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Herausforderungen und bleiben dann auch direkt bei den Emotionen. Auch hier könnte man denken, wir hätten uns ein bisschen abgesprochen, aber das war nicht der Fall. Wir verwenden das kategoriale Emotionssystem. Man hat so recht klare Grenzen zwischen diesen Basisemotionen. Dadurch ist es ein recht einfaches Klassifizierungsproblem. Problem hier ist ein bisschen die geringe Anzahl an Emotionen. Also nicht jeder Emotionszustand lässt sich durch diese 6 Emotionen ausdrücken.
Wir haben keine Möglichkeit, subtile oder komplexe Zustände tatsächlich auszudrücken oder auch Überlagerungen. Und wir haben das Problem der kulturellen Einflüsse, die einfach einen individuellen Einfluss der Emotionen und kulturellen Einfluss der Emotionen nicht abbilden können. Dann für die Extraktion des Pulses haben wir das Problem von Bewegungen. Durch Bewegungen werden Lichtänderungen induziert, die dann unser Blutvolumenpulssignal stören. Sieht man hier unten dann im Signalverlauf in Rot die Bereiche, wo Bewegung aufgetreten ist, in Blau die Bereiche, wo keine Bewegung ist. Wir haben also eine starke Amplitudenverzerrung. Ja, damit muss man dann später in der Signalverarbeitung umgehen können. Oder aber man hat Algorithmen, die schon von vornherein besser mit Artefakten umgehen können. Zusätzlich haben wir auch noch durch Lichtänderungen Herausforderungen. Hier ist auch wieder ein Video. Da sieht man jetzt diesmal den Multi-Trace-Ansatz im Auto. Man sieht, die rechte Seite des Gesichts ist stark überbelichtet. Da ist gar kein Nutzsignal mehr vorhanden. Die linke Seite funktioniert noch gut und die Stirn auch weiterhin. Man sieht auch hier den Vergleich unseres Systems mit einem EKG-Gurt, der gerade parallel beim Fahren getragen wird. Die folgen sich so eigentlich immer plus minus ein Schlag pro Minute. Die Unterschiede sind nicht unbedingt die Ungenauigkeit unseres Systems, sondern einfach die Algorithmen, die zur Bestimmung der tatsächlichen Herzfrequenz, also die Fenstergröße zum Beispiel. Und wenn man jetzt hier an einem LKW vorbeifährt, bekommt man halt sofort Farbänderungen oder wie jetzt gerade eben an einem Bus, führt dann einfach zu Helligkeitsänderungen, mit denen man dann entsprechend umgehen muss. Zusätzlich im Auto unheimlich viele Vibrationen, was dann den Face-Tracker an seine Grenzen bringen kann, wenn er andauernd neu nachjustieren muss. Genau, basierend auf diesen Herausforderungen haben wir jetzt überlegt, okay, was machen wir jetzt in nächster Zeit? Wir wollen einen robusteren Core-Algorithmus entwickeln, haben da jetzt auch ein erstes Paper dazu veröffentlicht, mit dem wir uns das Spektrum angucken, um zu entscheiden, wie wir, in welchen Farbraum wir projizieren. Man sieht in dem Diagramm rechts unten recht gut, dass im Störfall sehr viel Signalenergie im hochfrequenten Bereich, also hochfrequent im Sinne von Vitalparameter hochfrequent, jetzt nicht in elektrotechnischer Hochfrequenz, sehr viel Energie dort auftritt. Das nehmen wir als Fallunterscheidung und können dann basierend darauf entscheiden, in welchen Farbraum wir projizieren, indem wir dann diese hochfrequente Energie minimieren. Das Resultat von diesem Algorithmus ist dann links zu sehen. Oben ist nochmal das Störszenario, das wir schon von der Bewegung gesehen haben. Und unten dann der tatsächliche Signalverlauf von unserem neuen Algorithmus. Man hat eine deutlich bessere Amplitude, keine Verzerrung mehr dabei und hat dann eine deutlich einfachere Signalverarbeitung im nächsten Schritt. Dann kommen wir zur Emotionsdetektion. Auch das System muss ich jetzt nicht mehr wirklich vorstellen. Wir haben es gerade eben in dem Vortrag schon mal gehört. Wir haben den Emotionsraum, der mit zwei Achsen aufgespannt wird. Einmal Valence und Arousal. Valence geht von negativ bis positiv und Arousal von passiv bis aktiv. Erlaubt deutlich feinere Abstufungen und komplexere Emotionen. Auch die Überlagerung von Emotionen wäre durchaus denkbar an der Stelle hier. Was aber auch gerade in dem Vortrag davor schon klar geworden ist, es ist unheimlich schwer, diese Emotionen überhaupt zu annotieren. Und weil es einfach sehr, sehr subjektiv ist, ist die Person jetzt gerade 0,5 happy auf der Valence-Skala oder sind es doch 0,56? Da muss man noch so ein bisschen gucken. Wir haben jetzt erste Modelle, die schon annotierte Daten haben, trainiert und auch recht gute Ergebnisse bekommen und schauen, wie weit wir da kommen. Dann als letztes, was wir noch machen möchten, sind so diese psychologischen Modelle, was wir für den Fahrerzustand schon so ein bisschen gemacht haben. Das heißt, wie können wir diese Parameter, die wir aus der Kamera bekommen, kombinieren, um dann tatsächliche Aussagen über den Fahrerzustand zu treffen? Welcher Parameter spielt in welche Analyse wie rein? Und wie können wir dann daraus Handlungsempfehlungen oder Schlussfolgerungen ableiten,
und auch diesen Zustand zurückspiegeln, sodass es akzeptiert wird von der Person. Das kann man fürs Driver State Monitoring machen, aber muss man theoretisch für jeden Anwendungsfall dann nochmal sich genau überlegen, passt das Modell auch jetzt auf diesen Anwendungsfall. Gut, damit kommen wir schon zu meiner Zusammenfassung. Ich habe heute die VitalCam vorgestellt, die Herzfrequenz und die Herzratenvariabilität sowie auch die Atemrate detektieren kann. Wir können den Lidschlag detektieren, Kopfpose und Blickrichtung und auch ein einfaches System zur Klassifizierung der Mimik. Herausforderungen für dieses System sind aktuell Artefakte, die aufgrund von Bewegung oder Licht auftreten, sowie das doch durchaus beschränkte kategoriale Emotionssystem, weshalb wir dann unseren Weiterentwicklungen einerseits den robusteren Core-Algorithmus, um besser mit Artefakten umgehen zu können, entwickeln. Und wir möchten ausprobieren, wie gut lässt sich das dimensionale Emotionssystem integrieren, das System, und dann auch natürlich basierend auf den Parametern die psychologischen Analysemodelle zu erstellen. Das war's von meiner Seite. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne auch noch, können wir noch Fragen oder sowas. Jetzt. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Der war sehr technisch, da hätte ich direkt eine Frage. Wenn wir bei den ersten Folien angeschaut haben, dass Sie so viele Sachen erkennen können, wenn Sie auf Folie, ich glaube, 3 oder 4 war, zum Schluss gehen würden. Genau, hier vorne. Das passiert zur Laufzeit. Was für Algorithmen stehen da dahinter, um diese Gesichtserkennung und Mimik soweit bereitstellen zu können? Ist das cloud-basiert, lokal oder? Das ist momentan alles lokal auf dem System realisiert. Wir arbeiten momentan mit OpenCV und MATLAB. Okay. Das schnelle Prototyping einfach erlaubt uns mehr Flexibilität und ist auch bei den Studenten, die mit uns arbeiten, verbreiteter und hat dann nicht so viel Einarbeitungszeit. Aber momentan sind wir absolut online-fähig und können auch bei einer Webcam mit 30 Frames pro Sekunde die Daten entsprechend generieren. Okay, weil das wäre meine nächste Frage, das haben Sie schon beantwortet. Aber ich fand das sehr flüssig und sehr schnell, war die Erkennung soweit, kann man soweit damit auch sehr gut arbeiten. Ja, da ist auch einiges an Zeit reingeflossen, dass es so weit kam. Ja, das glaube ich. Gibt es noch weitere Fragen oder Handzeichen? Ja, es gibt eine Frage im Moment. Hier ist eine Frage, die heißt, werden andere Emotionsmodelle untersucht, also Stresslevel oder Erkennen einer Gefahrensituation? Also Stresslevel schauen wir auch an. Da gehen wir vor allem auf die Herzratenvariabilität, die stark mit dem Stresslevel korreliert. Also Herzratenvariabilität bedeutet, wie regelmäßig schlägt mein Herz tatsächlich mit 76 BPM. Normalerweise variiert das immer so ein bisschen. Je entspannter man ist, desto mehr variiert das Ganze. Je gestresster man ist, desto synchroner und desto gleichgetakteter schlägt das Herz. Und da versuchen wir das als Stressindikator zu verwenden. Und wird auch schon in den Driver State mit einberechnet. Ist beantwortet, Herr Holzapfel? Ja, gut. Hat sich bedankt gerade. Ja. Ich hab noch eine Frage, und zwar die, wenn wir ein bisschen weiterdenken, dann haben wir ja jetzt durch die Mimik bestimmte Sachen, von denen wir davon ausgehen, sagen wir im klassischen Lügendetektorbereich. Beispielsweise, wenn ich mir Sachen ausdenke, das, was im NLP ist, die Blickrichtung, der Winkel nach oben und so weiter. Gibt es Experimente quasi in diese Richtung, was zu machen in dem Bereich? Nochmal bitte. Ich habe gerade den letzten Teil nicht ganz gehört. Wenn ich jetzt mir überlege, ich kann über die Kamera Vitalfunktionen, aber vielleicht auch bestimmte Arten von Gesichtsmimik diagnostizieren oder erkennen und kann damit quasi so eine Art, ja, sagen wir mal, Lügendetektor oder Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit eines Gegenüber
vornehmen. Gibt es in dem Bereich schon irgendwelche Ansätze, Studien? Also es gibt in dem Bereich jetzt nichts, was mir bekannt ist. Das Einzige ist tatsächlich diese Fake, also Deepfake Detection oder Liveness Detection, wo ich auf jeden Fall weiß, dass so Systeme durchaus zum Einsatz kommen. Jetzt im Lügendetektorbereich weiß ich tatsächlich nicht, ob es da schon Arbeiten gibt. Aber ist auf jeden Fall auch eine spannende Möglichkeit. Spannend ist auf jeden Fall. Das war nur eher die Frage, was wird in Zukunft an Videokonferenzsystemen eingebaut, wenn das möglich ist. Also ich erkenne jetzt nicht nur wie wach oder wie aufmerksam meine Mitarbeiter sind oder wie die Teilnehmer, sondern auch noch, was die von mir halten. Das heißt, da ja, sind schon ein paar Sachen. Absolut, da sind wir auch wieder bei dem Punkt von vorhin, was ist hier noch ethisch vertretbar. Da muss man natürlich gucken. Genau. Vielleicht eine technische Frage, wie erkennt man diese Fake Faces? Also Sie haben da zwei Folien oder drei Folien weiter nochmal das gezeigt. Genau. Also geht es um die Struktur oder dann? Aus einem stillstehenden Bild nicht, aus einem Video kann man halt erkennen, hat das Bild überhaupt einen Puls? Also sehe ich überhaupt diese subtilen Veränderungen der Hautfarbe? Einerseits erstmal zu erkennen, ist es lebendig oder ist es nicht lebendig? Und diese Deepfakes kann man halt erkennen, ist das Pulssignal, das ich extrahiere, auch ein realistisches Pulssignal? Oder hat es Sprünge drin? Hat es mal Aussetzer zwischendrin, wo ich keinen Puls erkennen kann, dann deutet das darauf hin, dass halt irgendwie was computergeneriert ist und der Computer nicht daran gedacht hat, noch den Puls mit zu generieren, der auch irgendwie physiologisch korrekt wäre. Okay. Genau. Gut, gibt es noch Fragen? Alle still, wunschlos, glücklich. So wie es aussieht. Es ist ja fast wie eine Online-Vorlesung. Wobei, ich verstehe, warum du fragst, Herr Schreiner, ob man wissen möchte, was die Studenten von einem halten, wenn man gerade von denen gerade so präsentiert. Da würden sich viele umdrehen und das nicht zeigen wollen, glaube ich. Ich habe tatsächlich jetzt mal aus einem anderen Kontext geredet. Wenn wir jetzt uns überlegen, wie können wir aus Hochschulsituationen eine mündliche Prüfung per Video machen. Okay. Dann ist es vielleicht ein interessanter Aspekt, sowas auch zu wissen jetzt mal, ob ich das wissen darf oder sollte, ist eine ganz andere Frage. Aber man kann das natürlich erweitern, wenn wir sagen, wir haben zum Beispiel Remote-Interviews im Sinne von Vorstellungsgesprächen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Anwendungsfälle gibt, die ein sehr großes Interesse wecken. Und wenn es Interesse für sowas gibt, dann wird es eingebaut werden. Und dann weiß ich nicht, ob man das tatsächlich will oder wie früh man das auch wirklich offen diskutieren muss. Sowas. Ja, das ist richtig. Gut. Herrn Krause kam noch der Hinweis, dass es einige interessante Denkanstöße jetzt geliefert hatte. Das ist ja auch Sinn der Veranstaltung. Und ansonsten sehe ich jetzt keine Sachen mehr. Alex? Genau, ja, das passt soweit. Wir haben keine weiteren Fragen. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei den Sprechern und bei den Zuhörern. Rainer, danke an dich für die Hilfe. Vielen Dank auch an die Sprecher. Gerne. Und ansonsten? Genau. Ansonsten haben wir es schon. Danke dafür, für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Und dann vielleicht in physischer Präsenz wieder. Genau. Das wäre doch schön, ja. Gut. Okay. Einen wunderschönen Abend noch hier in die Runde. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüss.